Ja, hey zusammen, es geht weiter mit Gone Home. Beim letzten Mal haben wir hier so einen kleinen Text gefunden, den wir einfach nicht mehr lesen wollen. Ich lese definitiv nicht mehr davon. Na gut, ich hoffe, ihr habt das alles schön pausiert und geguckt. Was ist das hier? Library, Kitchen, Front Door, Mr. Mazans Room, Guest Room. Okay, das sind wohl irgendwelche... Was bringt das? Die hören sich alle anders an. Und die von der Library, also der Bücherei, fehlt. Aha, interessant. Ich würde sagen, ich gucke nochmal kurz hier um die Ecke. Geht's hier noch weiter? Ja, da ist noch eine Tür. Kriegen wir die schon auf? Rein theoretisch schon. Warte mal, ich versuche mal kurz. Ja. Gut, da geht's auch noch rein. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll, Leute. Das ist ganz komisch. Können wir hier diese... Ah ne, ich brauche erst eine Kombination dafür. Na gut, hier haben wir nochmal einen kompletten Plan. Ja, wir haben bisher eigentlich alles gesehen hier in diesem Haus. Hier sind wir gerade im Basement, im Keller runtergegangen. Wir haben eigentlich alles gesehen, außer diesen Trakt hier auf der rechten Seite. Den kennen wir nicht, weil wir im Foyer durch die Tür hier nicht durchgekommen sind. Na gut, ich gucke jetzt aber nochmal hier hinten rein. Warte mal kurz, hier war noch was an der Wand. Terry im Alter von 12. Thanksgiving. Okay. Also sie haben hier... Ah... Also das heißt, Terry, der Vater von uns, also von Katie und Sam, ist bereits hier aufgewachsen in dem Haus, weil sein Großvater lebt ja hier anscheinend. Oh, das funktioniert nicht so nicht. So nicht. Warum denn schon wieder nicht? Hier klappt ja gar nichts mehr. Liegt auf jeden Fall Holz dran. Aber viel sehen tue ich auch nicht. Können wir hier überhaupt was angucken? Nee, ne? Spinnennetze sind da. Okay. Ich mache die Tür mal zur Sicherheit zu. Wer weiß, was da noch so alles drin ist. Okay, dann bleibt uns ja jetzt nichts anderes übrig, als den Weg nach oben zu gehen. Der drüben sich aufgetan hat. Hinter dem Schrank. Ein bisschen versteckt auch, muss man sagen. Na gut. Die Schnur ist schon aktiviert. Das sieht so aus, wenn man von hier aus kommt, als ob da jemand steht, ne? Das ist schon interessant gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind und was das hier überhaupt ist. Warum hat man denn sowas im Keller und... Jetzt sind wir ja rein theoretisch schon nicht mehr im Keller. Hier ist noch ein Raum. Hier geht's auch noch weiter. Könnt ihr mir mal kurz sagen, wo wir jetzt wieder sind? Das sieht schon wieder aus wie so ein Geheimgang. Ach, es ist anscheinend auch wieder so ein Geheimgang. Wir sind jetzt gerade irgendwo hier. Also kommen wir vielleicht sogar in den Trakt, der bisher verschlossen war. Na gut, ich glaube, das entwickelt sich noch ganz gut. Wir erkunden ja hier das ganze Haus tatsächlich, ne? Sehr spannend. Brad Mobile. Okay. Was haben wir hier noch alles? Warum steht da immer Abfall? Das ist doch kein Abfall. Das ist einfach nur ein Zettel. Kostüme, Skelett und Teufel. Skelette und Teufel. Cheerleader aus dem Smells Like Teen Spirit Video. Video. Ein Mädchen ist wie Jackie Kennedy angezogen. Okay, vielleicht ist es doch Abfall. Was bedeutet das? Was sind das hier für komische Notizen? Das Psychohaus-Mädchen. Das Coolste daran, wenn man... Das Psychohaus-Mädchen ist. Coole Sache 1. Jeder im Gang, also in der Gang, denkt, dass du es nicht mitbekommst, wenn dich alle anstarren und Sachen über dich flüstern, wenn du vorbeiläufst. Weil sie wohl noch nie was gehört haben von Periphera. Was? Also, ich weiß nicht, ob die Übersetzung manchmal komisch ist oder ob ich einfach zu blöd bin, das zu verstehen. Das ist so eine Mom-und-Dad-Anlüge-Situation. Aber das war's so wert. Die Mädchen auf der Bühne waren so laut und echt und fantastisch. Und alle trieben zusammen wie auf einer großen Welle der Musik. Das haben wir doch gehört in dem einen Tagebucheintrag. Vielleicht sind das einfach generell hier Ausschnitte aus dem Tagebuch. Das könnte ich mir gut vorstellen. Machen wir mal Licht an hier. Was sind das hier für Räume? Ich frage mich halt echt, wozu die Räume hier gedacht sind. Also ich meine, hier liegen jetzt so ein paar Sachen rum. Ich weiß nicht, ob hier sich Lonnie und Sam so ein bisschen breit gemacht haben, so ein bisschen ihren Bereich eingerichtet haben vielleicht auch. Ob die Eltern überhaupt von diesen Bereichen hier wussten? Wahrscheinlich schon, ne? Ich meine, der ist jetzt nicht so geheim. Nichts mehr da, schade.
So, einen Brief haben wir noch. An Samantha Greenbrier von Direktor Sheldon Grossman. Liebe Miss Greenbrier, ich weiß den Aufwand, den Sie in Ihren letzten Brief stecken, zu würdigen. Er zeigte Entschlossenheit und war gut formuliert. Aber er ändert nichts an meinem Standpunkt. Auch wenn Miss DeSoto eine Freundin von Ihnen ist, hat sie dennoch Schuleigentum mit Obszönitäten beschmiert. Wow, warum hat sie das denn gemacht? Die Tatsache, dass sie den eigenen Spind nur verunstaltet hat, weil ein anderer Schüler das Gleiche mit ihrem getan hat, ist bedeutungslos. Auf ihre Beschwerde, dass kein anderer Schüler für den Vorfall zur Rechenschaft gezogen wurde, kann ich nur erwidern, dass sich bisher niemand zur Tat bekannt hat und es keine Beweise gibt, wer ihren Spind beschmutzt hat. Es gibt also niemanden zu bestrafen. Ich würde es begrüßen, wenn wir diese Diskussion an der Stelle beenden. Es ist einfach unnötig. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. I don't get Lonnie sometimes. Like her band and our zine and her hair and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Ja, widerspricht sich alles ein bisschen selber, muss man sagen, ne? Aber gut. Ich meine, man ist da dann auch irgendwie so ein bisschen in der Selbstfindungsphase, ne? Ich weiß ja nicht, wie alt die waren jetzt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Woman Outlaws, das wird denen zeigen, wer hier das Sagen hat. Sie ist gefährlicher als ein wilder Mustang. Meine Frau wird ihr vorschreiben. Bam. Ja, wie gesagt, diese Übersetzung auf den Zeitschriften drauf ist ein bisschen unnötig. Aber gut. Guck mal, da ist noch was drunter. Immer schön die Sachen aufheben. Da ist ganz oft was drunter. Zum Beispiel Socken. Super. Können wir den auch nehmen? Nee. Schade. Gut, dann gucken wir mal hier. Heavens to Beastie Terrorists. Okay. Wir hatten doch hier irgendwo einen da. Kassettenspieler müssen wir natürlich noch reinhören. Wir hören ja überall rein. Okay. Das ist alles sehr rockig, ne? Mich würde mal interessieren, ob diese Sachen hier extra für das Spiel eingesungen wurden. Captain Allegra und der erste Offizier natürlich. Schön gemacht. This one's for you. Das hier ist für dich, Grossman. Das ist der Direktor. Aha. That's enough. Hast du genug? Genug gehört. Was haben wir hier? Heavens to Beastie. Sind das die Songtitel? Ich denke mal, ja. Ich glaube, dass das tatsächlich die Songtitel sind. Die waren ja schon so ein bisschen rebellisch, muss man sagen. Ne? Sieht man auch an dem Bild. Wenn da nicht immer diese Schrift wäre. Na gut. Hier haben wir noch Zeitschrift. Girl. Justice Now. Freiheit für Frauen oder Mädchen. Wie auch immer. Okay. Ja gut, das spielt natürlich auch so ein bisschen auf die Sache insgesamt an. Mich würde mal interessieren, ob das jetzt hier alles... Ja, tatsächlich, ne? Haben die das in den Druck gegeben und haben die das alles selber gemacht? Man weiß es nicht, ne? Wo sind wir jetzt hier? Ach, guck an. Guck mal einer an. Wo sind wir denn jetzt? Sieht ja ganz unbekannt aus. Waren wir hier schon mal? Bin ich jetzt total bekloppt? Wo sind wir? Lass mal eben gucken. Nee, hier waren wir tatsächlich noch nicht.
Okay. Den anderen. Wow. Den anderen Geheimgang kennen wir dann wahrscheinlich schon. Also den anderen Weg. Das hier können wir uns dann auch sparen, ne? Wir brauchen noch dringend die Kombination für den Safe unten. Ich hoffe, die finden wir noch. Können wir hier nicht durch? Lies Notiz. Was? Ist hier eine Notiz? Kannst du mal bitte. Ach so, hier ist ein Griff. So funktioniert das. Hier sind wir. Ah, der ganze Schrank wird mit weggeschoben. Ist ja mega interessant, ey. Guck mal, hier unten ist noch tatsächlich eine Notiz. Marzahns Apotheke. 1963. Wunderbar, das machen wir doch eben. 1963, das merke ich mir. Dann gehen wir noch kurz einmal ganz runter wieder zum Safe und gucken, was da drin ist. Da schaffen wir die Folge noch. Ja, und so viel kann es ja auch eigentlich nicht mehr sein, denn bald ist das Haus komplett erkundet. Ich finde es echt mega interessant. Also wenn ich so ein Haus hätte, das wäre ja der Wahnsinn. Mit den ganzen Geheimgängen und so. Ich finde das total spannend. 196... Moment, jetzt habe ich... ...63 oder 36? Ich mach mal 36. Nee, dann war es wohl 63. Oder was ganz anderes. Ich habe ihn jetzt nämlich echt vergessen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Nein, war alles gut. Schließe Tresor. Hallo, ich würde ihn gerne erstmal ganz öffnen. Müssen wir so damit auskommen? Klemmt der oder was? Was haben wir denn da drin, ne? Flasche. Warum sollte sich jemand Flaschen in den Tresor stellen? Lass ihn doch mal auf. Aha. Nimm Kiste. Was ist das denn? Solution. Morphe. Ach du Scheiße. Morphium. Warum hat er denn hier so eine Medizin? Musste der Medizin nehmen oder was? Anscheinend. Oder er hat es einfach, weil er selber in der Apotheke arbeitet, die Sachen für andere Zwecke verwendet. Wir wissen ja nicht, was das für ein Typ war. Das ist auf jeden Fall hartes Zeug, wie es aussieht. Hier haben wir noch mehr davon. Ja gut, ich muss jetzt nicht alles ausräumen. Was ist das da unten? Weiß man auch nicht, ne? Hier noch... Was ist das da? Sind das Tabletten? Ne, Spritze. Ach du Scheiße, was hat der Typ denn gemacht? Wow. Na gut, lesen wir mal den Zettel. Oskar Marzahn. Zurück an Absender. Blub. Alles klar. Gucken wir noch kurz drauf. Ja, der ist wohl zurückgegangen an den Absender, warum auch immer. Liebe Schwester, ich schreibe in allerletztes Gesuch an dich. Auch dieses wird unbeantwortet bleiben, ganz egal auf welche Weise. Ich fühle mich wie ein Gefangener, wie auf einer Insel ohne Wärter. Ohne eine einzige Menschenseele zum Reden. Nur mein Geist, sich selbst prüfend, endlos, endlos. Nach Linderung suchend. Der schien ein bisschen neben der Spur zu sein. In all den Jahren seit der Verfehlung habe ich nie nach Absolution gefragt. Lediglich nackte Vergebung. In gutem Glaube habe ich mich von aller Versuchung entfernt, Opfer gebracht, um meine Entschlossenheit zu beweisen. Auf jede nur erdenkliche Weise. Seit Mutter gestorben ist, habe ich nichts mehr herbeigesehnt als die Anerkennung meiner eigenen Verwandtschaft, als wieder wie ein Mensch behandelt zu werden, als die Luft meines menschlichen Geistes noch einmal zu atmen, durch... Ja, ich kann es wieder nicht lesen, das ist... Da. By who even... Okay, also er hat wohl an seine Schwester geschrieben, was auch immer. Den Rest konnte ich jetzt leider nicht lesen. Die hatten wohl so eine kleine Familienkrise, was auch immer. Und der hat hier auf jeden Fall Medizin genommen. Ich weiß nicht, ob der psychisch so ein bisschen neben der Spur war, sodass er dann ja, sich versucht hat, mit den Sachen irgendwie zuzudröhnen oder so. Oder ob er das halt musste. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist auf jeden Fall für ihn nicht gut geendet. Er ist ja gestorben, haben wir gesehen. Wir haben sein Testament ja bereits gelesen und deswegen hat Terry hier das Haus vererbt bekommen. Weil er Sohn ist von dem
lieben guten Oscar. So. Jetzt können wir hier rein theoretisch weitergehen, aber ich kann den Part auch einfach schon mal beenden. Machen wir noch das Licht an. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal hier ein klein wenig weiter um im neuen Trakt, der sich dann hier langsam uns öffnen sollte. Dann haben wir es bald geschafft. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.